Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, was der Hund gerade hat, aber es ist nicht normal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Er bringt mich ganz aus meinem Konzept hier. Ich möchte heute mit euch über meine Lese-Highlights aus dem Jahre 2022 sprechen. Ich hatte auch erst überlegt, okay, der Hund spinnt total. Ich sehe es oben auf meinem Display. Ich muss mich gar nicht rumdrehen. Ich hatte eigentlich überlegt, eine Top 5 zu machen, sowohl bei den Highlights als auch bei den Flops, aber ich konnte mich einfach nicht auf 5 festlegen und deshalb sind es ein paar mehr geworden. Bei dem einen oder anderen ist es einfach die ganze Reihe, die ich total genial fand. Bei dem anderen sind es einzelne Bände, aber da werde ich bei jedem Buch, das ich nenne, einzeln drauf eingehen. So, wie sieht's aus? Können wir loslegen? Können wir loslegen? Yeah! Fangen wir an mit unseren meinen Highlights. Das sind nicht unsere, sind meine. So. Der Hund bringt mich komplett raus, es tut mir leid. Die ist heute irgendwie ein bisschen geckig. Das erste Buch, das es auf meine Highlight-Liste geschafft hat, ist You Color My Soul von meiner lieben Annie. Und wer das Buch gelesen hat, weiß auch genau, warum ich es gemocht habe. Es ist nämlich ein Sunshine meets Grumpy Trope. Und das finde ich ja immer besonders spannend. Das kommt direkt hinter Enemies to Lovers. Ja, die liebe Annie hat hier eine wundervolle Geschichte geschaffen, die, wie ihr es am Cover gesehen habt, auch perfekt in den Herbst passt. Es geht um... Schön. Schöner Beitrag. Schöner Beitrag, Lana. Oh Mann, der Hund macht mich heute fertig. Es geht um eine ganz, ganz liebenswürdige Protagonistin, die auch ein bisschen tollpatschig ist. Und ich denke, da kann sich jeder von uns auch so ein bisschen mit identifizieren. Ich habe sehr, sehr oft wirklich hier gesessen und habe laut gelacht, weil ich über diese Protagonistin mich so amüsiert habe. Es ist einfach ein Buch, das, wie meine liebe Karin sagen würde, herzenswarm ist. Also es ist ein Buch, das dir ein gutes Gefühl vermittelt und das, denke ich, kann jeder gebrauchen. Dann hat es, wie könnte es anders sein, natürlich auch Crescent City 2 auf meiner Liste geschafft. Ich bin einfach ein sehr, sehr großer Fan der Autorin, ein sehr, sehr großer Fan der Reihe. Und wer das Buch gelesen hat, auch hier wieder diese Anmerkung, wie kann man es nicht lieben? Wer es gelesen hat, weiß, was ich meine. Eine liebe Freundin hat zu mir gesagt, lies dir bitte nicht die letzten Seiten des Buches durch. Ich habe nämlich die Angewohnheit, ans Ende des Buches zu blättern, um zu schauen, wie viele Seiten es denn insgesamt hat oder wie viele Seiten ich dann noch lesen muss. Und ich sage es euch auch hier nochmal, tut es nicht. Für diejenigen, die das auch gerne machen, tut es nicht. Denn der letzte Satz, beziehungsweise das letzte Wort des ganzen Buches wird dich komplett über den ganzen Inhalt spoilern. Also das ist der größte Plot-Twist der Geschichte, würde ich es jetzt fast schon nennen, der aus einem einzigen Wort besteht, das dein Hirn auch explodieren lässt. Und eine Freundin von mir wurde halt leider gespoilert. Und das hat zwar der Geschichte keinen Abbruch getan, die Geschichte ist trotzdem grandios, aber es haben sich halt auch manche einen Spaß draus gemacht, genau sowas zu spoilern unter Posts, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, nur damit die Leute es lesen und dann angepisst sind. Also ja, es gibt halt leider sehr, sehr viele Klappspaten auf dieser Welt. Gehen wir aber nochmal zurück in den New Adult Bereich. Da hat es nämlich auch Worlds Apart in meine Highlights geschafft. Ich habe die ganze Reihe mittlerweile gelesen. Ich habe jetzt im Januar Band 3 gelesen. Das war jetzt das zweite Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich glaube, damit endet die Reihe auch. Ich habe auch überlegt, ob ich Band 1 nennen soll oder ob ich Band 2 nennen soll, weil die beiden für mich irgendwie so ein bisschen Highlight waren. Band 3 fand ich jetzt den schwächsten der Reihe. Aber ich glaube, oder habe mich dann für Band 2 Worlds Apart entschieden, weil es geht ums Backen. Es geht ja in Band 1 und 2 um Social Media, was ich richtig cool fand. Was mich auch ein bisschen gestört hat, dass das in Band 3 nicht mehr vorkam. Das hat mich so ein bisschen in meinen Zwängen gestört.
Im ersten Band geht es ja um Fiona, die eine Beauty-YouTuberin ist, was irgendwie zu mir gepasst hätte. Und in Band 2 geht es um Casey, die eigentlich mit Social Media nichts groß am Hut hat, aber in einer Backshow teilnimmt und halt super gerne backt und auch toll backen kann. Und ihr Traum ist, später auch mal eine Bäckerei zu besitzen oder eine Konditorei. Und dann habe ich überlegt, finde ich das YouTuber-Dasein mitsamt der Geschichte aus Band 1 besser oder das Backthema mit der Backshow aus Band 2? Und dann hat leider Casey gewonnen, weil Backen und YouTube gab es bei mir ja auch mal in Kombination. Ich habe ja, bevor ich diesen Channel hier gemacht habe, mit meiner besten Freundin einen Back-YouTube-Kanal gehabt. Den braucht ihr nicht zu suchen, der ist auf privat gestellt. Es hat halt einfach irgendwann zeittechnisch bei ihr nicht mehr geklappt und dann hat es bei mir irgendwie auch nicht mehr so geklappt und dann kamen die Bücher. Long story short. Aber darum soll es natürlich nicht gehen, sondern um die Highlights aus dem Lesejahr und Worlds Apart gehörte definitiv dazu. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass eine bestimmte Autorin auf meiner Liste nicht fehlen darf und das ist Lena Kiefer. Und auch hier war ich echt kurz davor, sowohl Ophelia Scale als auch die Westworld-Reihe als auch die Knights-Reihe zu nennen. Aber dann dachte ich, dann würde ich ja einfach nur ein Lena Kiefer-Werbevideo und hier drehen. Und das fand ich dann ein bisschen überzogen, auch wenn ich es gerne tun würde. Aber ich habe mich dann für die Knights-Reihe entschieden, weil ich ein Riesenfan der König Arthur-Saga bin, der Ritter der Tafelrunde etc. Alles, was mit Merlin und Co. zu tun hat, finde ich total spannend. Und deshalb habe ich mich für die Knights entschieden. Wer die Reihe noch nicht kennt, der sollte das ganz, ganz dringend nachholen. Es geht um die Nachfahren der Ritter der Tafelrunde, es geht um sehr viele Geheimnisse, es geht um Legenden und Mythen und das alles in der heutigen Zeit. Also es ist richtig, richtig spannend und hat auf jeden Fall einen Platz auf der Liste verdient. Als nächstes möchte ich nochmal eine Reihe ansprechen und zwar die, ich glaube sie heißt Alles-Reihe, ich kann es gar nicht so genau sagen, von der lieben Kira Groh. Da ist nämlich auch das Problem gewesen, mich auf einen Band zu spezialisieren oder auf einen Band festzulegen, weil in allen eine Thematik drin war, die mich persönlich auch angesprochen hat und mit der ich mich persönlich identifizieren konnte. In Band 1 geht es ja um ein Mädchen, das nach Portugal geht und dort plötzlich in einem Tierheim strandet, nenne ich es mal. Und ich bin ja auch im Tierschutz und deshalb konnte mich die Geschichte auch sehr, sehr berühren. In Band 2 geht es um Polly, die eben nicht Size Zero ist und nicht in die Standards reinpasst. Sie ist halt Plus Size und sie hat Feuer im Hintern und sie zeigt der Welt, dass man kein mageres Püppchen sein muss, um respektiert zu werden und um gesehen zu werden. Das fand ich halt sehr, sehr klasse, weil, jetzt mal ehrlich, ich bin jetzt auch kein Püppchen. Deshalb fand ich den Punkt halt auch für mich persönlich sehr, sehr spannend. Und in Band 3 geht es um ein drittes Mädel, das immer in Beziehung war mit einem Jungen und plötzlich Single ist und sich auf dem Single-Markt jetzt erstmal nochmal neu finden muss. Und ein wichtiger Punkt im Buch war auch toxisches Verhalten beim Daten, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Dieses Nicht-Echt-Sein, dieses in Social Media kann ich oder im World Wide Web kann ich einfach angeben, ich wäre jemand anderes und ich schreibe Dinge, die aber eigentlich nicht so sind. Und das ist halt in der heutigen Zeit allgemein ein Thema und ich finde es klasse, dass sie das in einem Buch verarbeitet hat. Wie gesagt, ich kann euch wirklich die ganze Reihe nur ans Herz legen und hier kann ich wirklich nicht sagen, welches für mich der spannendste Teil war. Wenn ich mich wirklich auf ein Buch festlegen müsste, der drei, würde ich, glaube ich, den dritten Band nehmen. Einfach weil ich diese Situation, du lernst jemanden kennen, der erzählt dir tausend tolle Dinge und ist schriftlich gesehen. Aber dann stellst du halt fest, dass die Realität halt ganz anders ist und
Long story short, es ist kacke. Dann hat es noch ein Buch auf die Liste geschafft, das für mich völlig unerwartet kam. Ich kannte Valentina fast immer nur als Fantasy-Autorin. Dann hat sie jetzt eine Reihe auf den Markt gebracht, die auf einmal die New Adult-Sparte abgedeckt hat. Ich hatte auch vorher keinen Fantasy-Roman von ihr gelesen, also ich kannte sie wirklich nur vom Hörensagen. Und ich habe mir das Buch gekauft, weil ich dachte, klingt gut, eine Familie renoviert ein altes Haus oder erbt ein altes Haus und soll das als Familienprojekt renovieren. Klasse. Aber Valentina hat es geschafft, mich mit ihrem Schreibstil absolut zu verzaubern, auch wenn ich das Wort verzaubern hasse, aber es passt wie die Faust auf Auge. Und deshalb musste es auf die Liste. Also es wurde wirklich ein Highlight für mich. Das habe ich so nicht kommen sehen, tatsächlich. Und lustigerweise lese ich gerade auch den dritten Band, heute ist der 11., der am morgen, am 12. erscheint. Und wenn dieses Video erscheint, ist der Release schon passiert. Aber ihr könnt trotzdem auf meinem Blog gerne mal vorbeischauen, weil mittlerweile dann vermutlich die Rezension online ist. Dann gibt es noch eine Reihe, die ich ansprechen möchte, die ich vielleicht jetzt nicht unbedingt als klassisches Highlight sehen würde mit 5 plus Sternen, aber die ich tatsächlich sehr, sehr gefeiert habe, weil sie so komplett anders war als alles andere, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Und zwar ist das die Inheritance Games Reihe. Da habe ich auch tatsächlich jetzt im Januar Band 3 als erstes Buch des Jahres beendet. Und der war leider auch wie zuvor bei der Reihe von Annabelle Steel, dass das der schwächste für mich war. Aber die Reihe besteht aus so, so vielen Rätseln und kleinen Geheimnissen, die man als Leser versucht mitzulösen. Und das spielt in einem Haus, in dem es 1000 Rätsel und Geheimgänge etc. gibt. Also für alle Leute, die gerne rätseln und mit versuchen, Dinge zu lösen, ist die Reihe auf jeden Fall definitiv ein Highlight und eine ganz, ganz klare Leseempfehlung. Dann würde ich jetzt aber last but not least zum letzten Highlight kommen. Also ich könnte euch jetzt natürlich noch viel, viel mehr Bücher sagen. Shadowborn, Wild Hearts, beides von Melanie Lane. Die Reich der Vampir-Reihe, wo jetzt erst ein Band auf dem Markt ist. Die whatever. Also es gab so viele gute Bücher in diesem Jahr, dass ich wirklich es sehr, sehr schwer fand, mich da festzulegen. Aber ein Buch hat es geschafft, wirklich aus der Masse herauszustechen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, welches Buch das gewesen sein könnte, wenn ich doch so grandiose Dinge wie Inheritance Games, Crescent City, Ophelia's Gale und Co. schon genannt habe. Vielleicht sieht das der ein oder andere nicht so, aber ich habe mich mit diesem Buch so dermaßen identifiziert, dass ich gesagt habe, das ist mein Jahreshighlight aus dem Jahre 2022. Jetzt wurde der Hund noch mal kurz wach, weil ich so euphorisch hier vor der Kamera sitze. Mein Jahreshighlight 2022 war Forever Right Now von Emma Scott. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Buch. Es hat Tragik, es hat Liebe, es hat Emotionen, es hat alles, was für mich ein gutes Buch ausmacht. Es geht ja um einen alleinerziehenden Vater. Und ich glaube, das war auch der Dreh- und Angelpunkt, warum mich dieses Buch so gecatcht hat. Es gab lange davor und lange danach kein Buch, das mich emotional so hier getroffen hat, wie dieses Buch. Wer Emma Scott bereits kennt und ihre Bücher kennt und ihren Schreibstil kennt, weiß, dass sie es genau richtig macht. Anders kann ich es nicht sagen. Sie weiß, wie sie mit den Emotionen des Lesers spielen muss und weiß, was oder an welchen Stellen sie die Tränchenschrauben anziehen muss. Ich konnte mich mit unserem Protagonistin sehr, sehr gut identifizieren. Ich bin ja auch alleinerziehend und in dem Buch werden Dinge beschrieben, die man als, ich nenne es mal Normalsterblicher, gar nicht so auf dem Schirm hat, und ich habe wirklich mit ihm mitgefiebert, mitgelitten. Ich konnte ihn so, so gut verstehen.
Und deshalb musste dieses Buch einfach mein Jahreshighlight 2022 werden. Und mit diesem wunderschönen Gefühl, das allein der Gedanke jetzt gerade wieder in mir auslöst, würde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wundervolles Lesejahr 2022. Ich würde natürlich super gerne wissen, was euer Lesehighlight des Jahres war. Schreibt es bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Nochmal eine kleine Anmerkung, falls ihr Interesse an einem der Bücher habt, die ich euch vorgestellt habe. Ich habe in der Infobox wieder die Affiliate-Links für euch zur Verfügung gestellt. Sprich, wenn ihr über diesen Link ein Buch kauft, sei es jetzt bei Amazon oder Thalia, dann kostet euch das nicht mehr, aber ich kriege eine kleine Aufwandsentschädigung und wie ihr wisst, finanziere ich von diesen Einnahmen, nenne ich es jetzt mal, meine Schreibprojekte, sprich mein Autorendasein, sei es jetzt Merchandise, sei es jetzt Coverdesign, sei es jetzt Bilddateien, um das Cover selbst zu machen, etc. etc. Ihr würdet mir auf jeden Fall damit helfen, es kostet euch nicht mehr und das war jetzt genug Werbung. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.